willkommen in Evis Küche. Heute bereiten wir ein Dessert vor. Ein ganz ratzfatz Dessert mit Zitronen, Joghurt, Mandeln, Butter und Zucker. Zur Deko verwenden wir hier, oder ich verwende hier einfach ein Minzblättchen. Unser erster Schritt ist, wir halbieren die Zitrone oder die Zitronen. Wir werden sehen, wie viele wir brauchen. Wir brauchen auf alle Fälle 60 Milliliter soll da rausgehen. Ich werde das da gleich mit der Maschine machen, dann geht es schneller. Dann brauchen wir doch Zitronen. Perfekt. Und der nächste Schritt folgt am Herd. Am Herd zurück werden wir als erstes die Zitronencreme zubereiten. Dafür brauchen wir 50 Gramm Butter, bei Zimmertemperatur am besten schon, die wir mit dem Zucker 70 Gramm und der gepressten Zitrone, oder in diesem Fall die Zitronen, vermengen. Und das Ganze wird jetzt so lange gerührt, bis die Butter geschmolzen ist und der Zucker aufgelöst ist im Zitronenwasser. Immer schön rühren, dass nichts anbrennt. Bei mir schaut das schon recht gut aus, wird nicht mehr allzu lang dauern. Jetzt können wir das vom Herd nehmen und dann können wir gleich unsere Eier reinschlagen. Dann können wir das Ganze wieder zum Herd nehmen. Und das müssen wir jetzt so lange rühren, bis das eine cremige Konsistenz hat. So, durch das Ei ist das jetzt ein bisschen angedickt und ihr seht, dass das jetzt schon dicker geworden ist. So können wir es lassen und jetzt müssen wir es auskühlen lassen. Wir widmen uns jetzt unserem Joghurt. Ich habe hier ein ganz normales, neutrales Joghurt gekauft. Dazu verwende ich einen Waldhonig aus Österreich. Einmal zu und rühren, bis der Honig gut da verrührt ist. Im Boden spüre ich noch ein bisschen Honig kleben, deshalb werde ich noch. Damit ich das schön anrichten kann, habe ich mir zwei ganz normale Einweggläser besorgt. Ganz normale Gefriersackerln. Ja. Da stopfe ich mir da mal hinein, schlage das einmal um. Und jetzt kann ich damit beginnen, dass ich meine, jetzt einmal da die Joghurtcreme einfülle. Unser Joghurt ist jetzt ausgelöffelt. Jetzt widmen wir uns unserer Zitronencreme. Die ist schon etwas ausgekühlt, das passt auch sehr gut. Die füllen wir jetzt ins zweite Glas. Sehr gut, jetzt geht's einmal ans Schichten. Ich habe mir hier zwei Gläschen einmal vorbereitet, damit ich euch das zeigen kann. Wir nehmen jetzt unsere Gefrierbeutel heraus und können das umfunktionieren als Spritzsack, falls ihr sowas nicht zu Hause habt, so wie ich zum Beispiel. Unten einfach ein kleines Loch schneiden. Also nicht zu groß, weil das rinnt sonst zu stark. So wie das jetzt. So, und da beginnen wir jetzt einmal mit der Joghurtcreme. Dann kommt unsere Zitronencreme drauf. Somit ist unsere Zitronencreme schon fertig. Ich drapiere hier auch noch eine Zitrone drauf. Wer möchte, kann das nachmachen. Ein schönes Schichtdessert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, abonniert meinen Kanal
oder besucht mich vielleicht auf meiner Homepage. Bis bald!